So. Okay, aus irgendwelchem Grund kann ich die beiden Dinger nicht mitnehmen. Ah, doch. Wenigstens bringe ich ein paar Stücke mit. Gut, dann speichere ich mal. Ach, scheiße. Ah, ne Quatsch, wir haben doch die Mutantenrüstung eh voll. Gut, dann kann ich jetzt ja platzieren. Nein, hier ist gar nichts an Essen drin. Ich nehme mir mal eine Waffe mit, die hier noch rumliegt. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, die restlichen zwei kann ich anziehen. Ups. Ich bringe Stücker mit. Ich mir einmal zwei Stück Mutantenhaut. Speichere mich selbst wieder. Pack sie wieder ran. Und relogge wieder. Okay, einen Baumstamm brauche ich gerade nicht. Brauche ich mir, glaube ich, noch eine Schädellaterne hin, weil hier liegt ein Schädel und es sieht nett aus. Ah ja, sieht es das? Ist besser als kein Licht. Ich kann mir auch einen Kronenleuchter reinhängen. Genug Knochen haben wir. Du meinst den Knochenleuchter? Ein Kronenleuchter, ja, aus Knochen. So, und zwei vollständige Rüstungen haben wir auch. Als ob. Ich habe ein paar Beeren gegessen, die waren irgendwie. Du hast Giftbeeren gegessen. Giftbeeren gegessen. Bin jetzt fast schon wieder tot. Und ich muss am Mutantendorf vorbei. Das ist, also RIP. Das ist ein bisschen scheiße, weil. Wir wissen immer noch nicht, was passiert, was mit meinem Inventar, wenn ich zweimal sterbe. Ja, genau, das wissen wir immer noch nicht. Aber wie Werden wir gesagt, vielleicht ist eigentlich rausfinden. egal, sobald wir zwei Waffenregale haben, kannst du einfach zu mir kommen und das Zeug wiederholen. Weil ich Sobald verliere mein Zeug ja nicht. wir zwei haben, noch haben wir es nicht. Wir haben einmal dein Ersatzequipment in unserer ersten Hütte und einmal kann ich jederzeit bei mir eins bauen, wenn der Need dazu besteht. Also in der Hütte war nur ein Totenkopfschädel links. Ja, weil wir das da hingebaut haben. Und das habe ich gerade mitgenommen, dummerweise. Ist dein gutes Recht, ist deins? Oh. Ist wieder einer von den Intelligenten, die sich gerade selbst Fallschaden gemacht haben? Aha. Einmal voll in die Titte und nochmal. Versuch mal einfach nicht zu sterben. Ach du, ich habe kein Problem damit zu sterben, ich verliere ja nichts. Schon wieder die Sache, warum Leute immer alles auf sich beziehen. Das ist da auch Ach wieder so eine so! Sache. Das ist immer Ach so, du hast gemeint, dass du mal versuchst nicht zu sterben. Ja, das macht Sinn. dieses, wenn man irgendwas erzählt, das war warum die Leute immer das, wenn ich erzähle, ich will nicht sterben, so, ach ja, also Ja, findest du das, dann sag auch, ich versuche mal nicht zu habe ich sterben. doch gerade gesagt. Dann ist das durch Würde Discord nicht nicht durchgekommen. hinkommen. Bei mir kam nur an, oh Mist, ich wurde angegriffen. Versuch mal nicht zu sterben. Das sind so diese Gespräche, die man auf Arbeit dann noch hat. Also, oder bei seinen Freunden, ich habe gerade einen neuen Job bekommen. Also dieser Job wäre ja für mich nichts. Dann kenne ich ja nicht zurecht. Das ist. Ja, klar, sowas ist So blöd, ein aber Gespräch, dann. das dann auf sich zu beziehen ist. Es geht hier gerade nicht um dich. Also, ich könnte das bestimmt nicht, so einen handwerklichen Job. Die Kommentare dann immer. Aus Erfahrung kann ich sagen, ich kann und werde das weiterhin tun. Also ich. Also so ein handwerklicher Job, sowas mit Sägen und so weiter, das da Metallverarbeitung könnte ich nicht, Mordi. Das wäre so wirklich nichts für mich. Metallverarbeitung ist auch nichts mehr für mich. Viel zu dreckig. Machst jetzt auf Holz oder was? Ich bin Hauptverantwortlicher für Mikroplastik. Ah ja. Das weißt du doch, ich habe dir mehrfach gesagt, was ich arbeite. Im Podcast.
Ich hab's dir im Podcast gesagt, ich hab's dir privat gesagt, ich hab's dir so ziemlich oft. Ich hab's dir eigentlich immer gesagt. Sehr schön. Du glaubst, ich höre dir zu, wenn du redest. Okay, das war gerade ein Wirrbug. Was war denn? Ich wollte gerade das Buch öffnen und der hat die Axt rausgeholt. Ich habe B gedrückt und der hat die Axt rausgeholt. Was zum Henker. Gut, das passiert. Mir jetzt nicht, aber das hast es wieder. Mir Scheiße. Passiert sowas nicht. Ich kann Spiele. ich hasse solche Leute und ich hasse es, wenn mir das passiert. Wo wir wieder beim Thema sind. Feuchtfeuer wäre das mit dem. Das geht nicht aus, oder? Das Larafell geht auch nicht aus, oder? Wenn es im Regen steht, geht's aus. Wenn nicht, dann nicht. Außer es ist ein Bonfire, weil das ist zu groß zum Ausgehen. Egal, ich baue jetzt erst mal Lagerfeuer hin. Ja, ich baue mir eine Plattform, wenn das Lagerfeuer nicht mehr im Boden steckt. Ich weiß nicht, ob es für dich auch was wäre, aber. Mein Gott, jetzt wo man so drüber nachdenkt, es passiert super oft, dass man einfach Dinge auf sich bezieht. Darauf sollte man mal achten. Ja. So, Fleisch. Ihr habt doch einen Toter, oder? Bist du jetzt schon wieder despawned? In der Zeit wäre. Isst du wieder Menschenfleisch? Was soll ich sonst machen? Tiere jagen, vegan werden, Soja anbauen. Am Arsch. Natürlich ist der Mensch jetzt despawned hier, während ich das Lagerfeuer gebaut habe. Habe ich doch in der Nähe des Ufers abgelegt, oder? Ich weiß nicht, wo du ihn abgelegt hast. Ich weiß auch nicht, wo du ihn abgeleckt hast. Das sind Dinge, da frage ich nicht weiter nach. Ja. Sehr schön. Ich wollte jetzt mal was zu essen. Also, wäre schon hilfreich, wenn der Typ jetzt hier nicht. Wer ist die Spawn? Du weißt, dass man, wenn man viel Menschenfleisch isst, auch öfter von den Leuten angegriffen wird, oder? Ich muss hier überleben, meine Fresse. Ich wollte es dir nur sagen, deshalb vermeide ich das so gut wie möglich, weil ich keinen Bock habe auf dauernde Angriffe. Die durch dich trotzdem passieren, weil du andauernd Menschenfleisch scheinbar frisst, aber gut. Ich esse, was ich kriegen kann. Das Einzige, was hier rumläuft, sind Hasen und die Wichser hier. Ich niemals dann komm treffe. Zu mir, ich hab Rehe, ich hab Vögel, ich hab alles. Ganze Auswahl. Diese Bastarde sind zu schnell, ich krieg die nicht. Du hast einen Bogen. Du hast einen Wurfspeer. Schon vergessen? Tatsache. Du hast vergessen, dass du einen Bogen hast? Nee, einen Wurfspeer. Ja, der One-Hittet auch Rehe, normalerweise. Zumindest der Verbesserte. So, jetzt habe ich ihn wieder. So, essen. Dann brate ich mir mal durch. Mach das. Ach du Scheiße! Was bist denn du? Kommt jetzt von hinten. Hat es viele Arme? Nein, es hat nur zwei Arme. Ist es besonders dick? Nein. Dann ist es kein Mutant. Kein Problem. Ein gewöhnlicher Mensch. Ist trotzdem ein Problem für mich, weil ich fast tot bin. Mach dich schon mal auf den Weg, Morty. Nö. Ich baue hier gerade meinen. Ich will nicht schon wieder sterben. Meine Fresse. Dann kämpf wie ein Mann. Oder wie eine Frau. Ich kämpfe. Mach da keinen Unterschied. Ich kämpfe, aber der Bastard. Ich habe noch ein Leben. Dann weich aus, dann block, dann tu was anderes. Okay, der hat Angst vor mir, der haut ab.
Oder bau dir einen Molotow-Cocktail, die funktionieren ziemlich gut. Wenn du mir sagst, wie? Okay, du sie craftest. Modi, der kommt zu dir, der hat Angst vor mir, der haut ab. Dann soll er kommen. Ich mach den fertig wie seine Kollegen, gibt gut Knochen. Ah, wunderschön. Ein brauchbares Feuer auf Augenhöhe. Dann mach ich unten runter einen Knochenständer oder sowas. So weggesang. Und meine Infinite-Pfeile, dann kann ich den Kollegen hier noch draufwerfen. Oh Gott, er stirbt sieht so schlimm aus. Gut, dann mache ich mir einmal ein kleines Knochenlager rein. Ich glaube, ich mag das Haus hier. Jetzt kann ich wieder bei mir jagen gehen. Machen wir vielleicht sogar zwei. Nein, sie stecken dann im Boden, aber sollen sie das tun, wenn sie es für richtig halten? Habe ich vielleicht gleich mal die Basisplattform fertig. Das ist so, ein Fortschritt. Hier noch einmal hier das Ding hin. Kann ich mir vielleicht da endlich mal ein Bett aufbauen? Bitte. Die braucht dann auch noch mal 11 Holz oder wie das war, diese provisorische Hütte dort. Ja. Irgend sowas. Dann mache ich mir das Skin Rack mal. Na, bisschen drehen. Hier schön neben das Haus. Ja, ich glaube, ich mag diese Hütte hier. Die gefällt mir. Das freut mich für dich. Aber das ist gut, dass dann Leiter hochbaut. Dann müssen sie erst mit Leiter hoch und dann. Baust du auf einem Baum? Nee, ich baue über dem See. Ich baue mir eine Leiter. Ach so, okay. Ich baue mir eine Leiter nach oben und dann baue ich da eine große Plattform über dem See. Dann sehe ich es, da müssen sie zumindest, bevor sie mich angreifen, bevor sie in die Hütte reinkommen, müssen sie erstmal die Treppe hoch und dann. Da habe ich vielleicht ein bisschen Vorsprung, dass die dann. Mache ich vielleicht noch einen langen Steg dazwischen, dass dann erstmal über den schmalen Steg drüber müssen. Okay, ich komme, glaube ich, gleich mal rüber zu dir schlafen. Ziemlich duster gerade. Mache ich hier ein kleines hin, dann mache ich da ein großes hin. Na scheiße. Es gewittert. Sitzen. Zwei Baumstämme brauche ich noch. Dann habe ich das Ding fertig. Machen wir morgen. Ich komme jetzt zu dir rüber. Ich sehe da einen Lichtschein auf mich zukommen. Oh nein, der ist ein bisschen off. Schade. Wie sieht es mit dem anderen Schrank aus? Klebt der auch durch die Wand? Okay, dann passt das wieder. Schön. Der Lichtschein bin wahrscheinlich ich. Ich weiß, das habe ich gemeint. Siehst du, wird doch langsam. Was wird langsam? Die Hütte. So, wollen wir schlafen? Wir haben Feuer, das sicher steht. Alles weitere. Schlafen. Ja. Also du hast eine Hütte. Ich hab eine schöne Treppe. Ja gut, du hast dich entschieden, eine Treppe zu bauen. Ich hab dir erlaubt, diese Hütte mitzunutzen, wenn du es willst. Ja, die siehst du gar nicht von hier oben. Die Treppe. Nö, sehe ich auch nicht. Fällt die gar nicht auf. Beziehungsweise ich sehe sie da hinten so ein bisschen, aber. Nicht wirklich. Ach so, hast ein bisschen was zu essen da? Gerade nicht. Ich kümmere mich wenig ums Essen, weil ich einfach einen Hunger resetten kann. Ich glaube, ich habe mir was aufs Feuer gelegt. Eigentlich müsste das doch fertig sein. Naja, so. Den Explosives-Halter, den brauche ich dringend, weil ich brauche Molotovs.
Packe ich den hier außen hin? Oh nein, 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 nicht den Koffer wegschieben. Den brauche ich noch. Ich sollte die Physik mal ausnutzen und die Koffer alle auf einen Haufen werfen. Denn das erscheint mir sinnvoll. Ich habe ich hab Leiterplatten in meinem Inventar. Brauchen wir für Bomben. Okay. Braucht man noch mehr dazu, oder wie? Das braucht man wahrscheinlich. Ja, du brauchst, ich glaube, Sprengstoff, den wir noch finden werden. Und irgendwas anderes war es noch. So. Ich spiele gerade übrigens Kofferfußball. Viel Spaß. Ja, ich meine, es ist sinnvoll. Ich bin ja an einer Respawn-Location von guten Items. Das heißt, ich werde mir die jetzt auf einen Fleck vor meinen Rüstungen. Ach nö, nicht packen. Jetzt. Oh Scheiße, das ganz doof ist hier, Modi. Hilfe. Das ist nicht mein Problem. Kannst du mal bitte rüberkommen? Ich will nicht schon wieder sterben. Wenn ich schon wieder vom Flugzeug hierher laufen muss, dann bin ich das. Ja, nein. Bitte nicht. Okay, der hat Tränke, der wirft Tränke, das ist eine Hexe. Er wirft brennende Bälle. Das ist nicht so komplex wie Tränke. Oh nein, der Koffer ist geflippt. Nein! Tu mir das nicht an! Ja. Dann hast du das Spiel verloren, oder was? Ja, ich habe Kofferfußball verloren. Wo bist du? Okay, das Ding ist fertig. Ich hab dich doch gehört. Ich kann hier hoch. Ash Badge. Okay, das ist gut. Ich kann hier Pfeil und Bogen schießen, bin hier. Eigentlich. Von hier habe ich doch einen Ausguck. Ja, treffen müsste man. Wollte mir noch einen Kronleuchter bauen. Furniture. Bone Chair. Die Frage kriege ich hier oben. Bone Chandelier. Kriegen wir den hier rein? Wir würden ihn hier reinkriegen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Den Boden. Kriege ich den jetzt hier rein? Man kann auch okay, hier Boden... Okay, für den Effekt werde ich das hier tun. Man kann doch... Sag mir bitte, dass man einen Luftboden... Dass man in Luft einen Boden hinbauen kann. Nö. Hat auch niemand behauptet. Jetzt will ich eine Plattform Treppe, bauen. Wo ich hier eine Treppe hochgebaut habe, muss man doch hier oben... Nein. Kannst du nicht. Das finde ich nice. Da war der Plan umsonst. Das hätte ich dir auch von Anfang an sagen können, du hast nie nachgefragt. Ich lasse dich das Spiel entdecken, ich bin kein Backseat-Gamer. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Plattform. Die kannst du, glaube ich, unbegrenzt hochbauen. Na toll. Nehmen wir den Baum da unten. Du hast mehrfach gesagt, als ob du es nicht einfach sagen hättest können. Du hast nie gefragt, kann man überhaupt Boden in die Luft bauen? Du kannst Plattformen in die Luft bauen. Dann brauche ich ja Plattformen. Auf die ich hoffentlich ein Haus erbauen kann. Müsstest du. Ich habe es noch nicht probiert, ich habe noch nicht mit Plattformen gearbeitet bisher. Doch, habe ich. Kannst du. Ich habe da oben mein Feuer drauf gebaut. Hallo, danke. Als ob man 20 Holz für eine Plattform braucht. Natürlich, wenn du sie hochbaust, dann brauchst du halt entsprechende Höhe. Ich habe genau 6 für meine Plattform gebraucht. Ich liebe es. Ja, du, das ist deine Entscheidung, dass du das so bauen willst. Und aber dann kann man offene Pavillon oben drauf bauen. Natürlich kannst du das. Wie kann man das Plattform bauen? Das ist ein angeschossenes Reh. Erlösen das mal von seinem Leid. Ey. Aber hier oben bin ich relativ sicher vor den Typen dort, Nein, bist du nicht. Na, wobei. Bisher kommen die noch nicht hoch. Du müsstest einen Zaun um die Treppe rumbauen. Aber sonst. Ey. Du müsstest einen Zaun um die Treppe rumbauen, dann kommen sie da nicht durch ohne mit unzerstörbaren Strukturen.
Das funktioniert. Okay. Genauso wie die halt auch keine Türen öffnen können. Okay, ein Pavillon hier hinzubauen wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Am Anfang. Hast du noch ein paar Schädel? Ein Feuer machen. Weiß ich nicht. Ja, ein, zwei Schädel habe ich. Dann komm mal rüber, dann brauche ich für meinen Kronleuchter. Nö, ich mach das hier bei mir. Das ist, Komm okay. du noch zu mir. Weißt du, ich hab nur gefragt. Mati, weißt du, wie oft ich dich gebeten habe, mal zu mir rüberzukommen und mir Essen zu bringen? Am Arsch, Alter. Ich habe selbst kein Essen. Am Arsch, Alter. Wie oft du mir hier nicht geholfen hast. Das ist. Ich kann dir gern Fleisch rüberbringen, wenn du ein Feuer hättest. Ja, auf einmal. Du hast kein Feuer. Ich hab ein Feuer. Dann sag mir das, dann kann ich dir jederzeit was zu essen rüberbringen. Am Arsch, Alter. Jetzt hab ich. Gut, dann nicht. Dann hole ich mir halt meine Schädel hier. Ich bin hier gestorben. Du hast mich sterben lassen. Bist du, Alter, später. Als ob ich dir jetzt, als ob ich dir jetzt deine Schädel bringe. Kannst du ist doch gut. Ich bring dir, hast du ein Fleischregal oder sowas? Ich hab überhaupt noch nichts. Ich hab hier eine Treppe nach oben. Ja, siehst du? Du hast da drüben nichts. Was soll ich dir da helfen? Ich kann auch nicht die ganze Zeit zu dir rüberrennen. Ich kann den Feuertypen, den ich gleich angegriffen hätte, kurz killen, aber sonst nichts. Ich kann auch nicht einfach zu dir rüberrennen. Musst du auch nicht, ich hab drum gebeten, aber wenn du sagst nein. Ich hab hier ein Baby. Ja, ich hab hier ein Babymutant, glaube ich. So ein Babyschleim-Dingens. Oh, du hast einen von den. Ah. Das ist schlecht. Du hast einen von den Müttern. Oder ist es einfach nur ein Kind? Das ist ein kleines Baby, das ist so ein kleines einbeiniges Baby. Okay, dann ist die Mutter, glaube ich, auch in der Nähe. Viel Vergnügen mit der Spinne. Gott, du hast so weit weggebaut. Ich bin am Arsch. Ich bin hier oben. Ich habe auch nichts zu essen gerade hier wieder. Das ist halt echt genial. Ich bring dir gerade was zu essen. Wo hast du denn dein Zeug? Ich sehe nicht mal deinen Nametag. Das liegt an dir. Ich bin hier gerade am Wald. Oh, da hinten bist du. Ich leg dir mal an deine Treppe ein bisschen was zu essen und respawn dann, weil ich habe gerade auch Hunger. Ich bin gerade zu blöd zum Abbauen, zum Baumfällen. Ja, passiert. Ich resette eben. Hier sind Feinde in der Nähe, also mach mal hier. Der, du hast doch mitten im Dorf gebaut. Ich hab dir gerade einen Toten dahin gelegt. Ja, warte mal kurz, ich hol kurz Holz. Ich bin schon unterwegs. Sind da auch noch so viele? Nee, ich glaube, die sind alle abgehauen, oder? Nein, die sind alle da. Alle. Und die greifen mich nicht an. Aus irgendeinem Grund. Das ist dein Glück. Okay, die Kofferposition bleibt, wie sie war. Oh, oh. Okay. Ich glaube, ich habe die Mutti gerade vor mir. Hat sie viele Beine und schießt Kinder? Ich bin mir nicht sicher. Also ja, viel Vergnügen. Die ist böse. Aber hier ist gerade relativ ruhig bei meinem Baum. Bei meiner Treppe. Ja gut, ich habe hier gerade einen. Mich aber relativ schnell fertig kriege. Ich habe ja unglaublich viele Pfeile. Ich habe hier so eine alte, nee, das sind zwei, so eine menschliche Dame, die dort, einfach eine alte Dame hier, die Mutter aus Resident Evil 7. Ach, du hast eine Oma, alles klar. Die sind kein Problem, die können nix. Gott, Headshots sind so effektiv. Oh nein, mir fällt gerade ein, dass ich den Mutantenkopf vergessen habe aufzuhängen. Ah, Mist. Guck mal, das passiert mit euch, wenn er mich angreift. Ja, seht ihr? einer läuft brennt durchs Bild. Im Hintergrund. Ja, hau ab.
Mann, die haben wirklich Angst vor mir. Die sehen, dass gerade ihr Kollege brennt. Nein, die haben keine Angst vor dir. Ich glaube, ich habe gerade die Akku auf mich gezogen durch irgendwas. Weil der ist gerade bei mir, der weggelaufen ist. Nee, ich habe hier die beiden, ja. Mama und Papa sind hier gerade bei mir. Die Headshots sind so fucking effektiv. Holy shit. Da muss man doch mal treffen. Der hat zufällig getroffen halt, ne? Ja, wenn die so rennen, kann ich die nicht treffen. Moin, die Damen. Okay, die kommen da aber wirklich gerade nicht hoch. Das hätte wirklich... Ups. Der hat seinen eigenen Kollegen angezündet. Und nochmal. Ja, wir fallen Tabelle. Do it. Hey. Oh, Kacke, die kommen doch hoch. Axt ausrüsten. Oh, das ist so lustig. Der, wie du es genannt hast, Hexentyp, der ist so super nützlich. Der hat gerade sämtliche seiner Leute gekillt für mich. Den finde ich sympathisch. Headshot. Ich habe mir gerade zwei, ja. Okay, da sind nur Knochen rausgekommen. Kein Essen. Headshot. Ich habe immer noch kein Essen, Modi. Der Typ hat nur Knochen gebracht. Er brennt immer noch. Der kriegt Fallschaden. Hey. Okay, drauf geschissen. Tot. Ist der Fallschaden-Typ auch gestorben? Fallschaden-Typ ist auch tot. Die sind so unglaublich dämlich. Ja, die rennen übrigens, meine zwei, die rennen gerade über, wenn du die angreifen willst, die rennen gerade um meine Treppe rum. Die haben nicht registriert, dass ich schon längst weg bin. Die sind schon. Ja, der eine Typ ist auch hat auch Fang um meine Hütte rumgespielt. Modi, wenn du die umbringen willst, kannst du mal zu mir rüberkommen. Vielleicht bring die Knochen. Ach du, nee, ich glaube, ich habe gerade einen fertigen Kronleuchter vor mir liegen in Rohmaterial. Die nerven ziemlich. Hast du nicht mehr genug Pfeile? Nee, nicht wirklich. Dann zünde ich eben kurz bei mir hier das Feuer an. Und dann komm ich drauf. Was zu essen hier, meine Fresse, die Hasen, die kriege ich nicht, wenn ich so. Noch so langsam. Wenn du mal was zu essen hast. Da ist noch einer. Gott, wo bist du denn? Bei meinem Haus hier in der Gegend. Der rennt gegen. Okay, gut, der darf auch gegen den Felsen rennen, der hat keine Augen mehr. Gut. Ja, das nervt Tiere zu jagen, das nervt sowas von höllisch. Survival-Spiel. Diese kleinen Häschen, die kriegt man nie, das ist halt einfach. Deshalb gehe ich auch voll auf Rehe und Vögel. Ja, Rehe und Vögel habe ich hier keine drüben. Oh, Eichhörnchen. Hey. Die Lurche sind das Maximale. Eichhörnchen. Die Lurche sind das Maximale, was hier. Totes Eichhörnchen. Ich hab mir eine richtig schlechte Gegend hier ausgesucht. Ja, hast du. Punkt. Aber es ist deine Entscheidung, wie gesagt, ich lass dich spielen. Ich hab dir oft genug gesagt, das ist schlecht. Ich baue die Scheiße da jetzt nicht mehr ab, das ist jetzt... Kannst doch einfach die Treppe ins Nichts stehen lassen. Nee, dafür habe ich jetzt eine Stunde lang dran gearbeitet. Das ist... Ja, währenddessen hab ich schon eine schöne kleine Basis. Eine Stunde Arbeit umsonst. Ist jetzt nicht drin. Ja, ich glaube, ich baller mir das Inventar voll Stöcke und dann speichere ich nochmal. Bringst du mir welche mit? Kann ich gebrauchen? Kann ich gleich. Ich brauche nur gerade genug, damit ich einmal das... Ich sollte mir ein Stocklager bauen. Ich brauche tatsächlich... Für Plattformen braucht man Stöcker, deswegen... Ich weiß, ich habe auch eine gebaut. Und hier drüben gibt es keine Stöcker, deswegen... Wäre hilfreich. Ja, deshalb ist mein kleiner Duplikations-Bug ziemlich gut. Wenn es halt für Logs auch funktionieren würde, aber sei drum. So, das ist für Geschenke. Dann speichere ich gerade und dann bringe ich dir das Zeug rüber. Bring auch was zu essen mit. Ich weiß nicht, ob ich... Hast du noch Ach ja, Regen, ich hab unglaublich viel Fleisch, weil ich dauernd Rehe hast. Ich hab Reh, ich müsste auch noch Alligator irgendwo haben. Alles gut. Na dann. Ich mach nur kurz einen von meinen Schränken fertig und dann ist fertig. So.
Speichern. Wupp. Die sind alle wieder abgehauen hier. Ich hatte vorhin das ganze Dorf hier bei mir. Sind alle jetzt wieder bis die Oma und der Opa, der sind jetzt beide alle weg. Ja, komme ich noch an den einen Knochen da hinten? Ja, von außen. Meine Fresse, ich kann ja auch wirklich nicht mehr ran. Schade, mir fehlen ein bisschen Knochen. Ich komme gerade zu dir rüber, dann bringe ich dir gerade, was ich halt anbieten kann. So hungrig wie ich bin, kann ich auch nicht mehr ran. Das ist halt blöd. Ja, hast du irgendeine Speichermöglichkeit bei dir? Absolut nicht. Kannst du mal ein provisorisches Lager kurz bauen? Nein, kann ich nicht. Dafür brauche ich Holz.